Frieda, du stupst schon wieder. Und? Sie ist doch egal. Immer so gemein, weil sie hat meinen Fuß nämlich eingebunden. Ich weiß eh warum, weil sie immer kotzt. Das darfst du nicht. Ja, aber wenn es mich halt so beißt. Naja, dann wirst du halt ein Bild haben. Das hab ich auch gehabt, wie ich ein Baby war. Ist das gefährlich? Nein, gefährlich ist es natürlich nicht, aber halt ungut. Immer, du riechst aber gut. Ja, gut, noch Apfel. Ja, aber warum? Ganz einfach, weil es mich nämlich abbot hat. Mit so einem blöden Apfel-Shampoo. Gegen Schuppen. Sie glaubt nämlich, das hilft gegen Pilz. So ein Blödsinn. Ich glaub schon, dass sie auskennt. Ehrlich gesagt. Wilma, glaub mir, ich kennt schon länger. Und sie hat das Band als Kotti gesehen, dandruff oder so, wie hat er gesagt. Und sie hat es gleich gekauft. Hey, entschuld das. So gut. Wilma, brauchst mich nicht anknappen, du. Entschuldigung. Thank you.
Kannst du mir einmal helfen? Ich kann nicht runter. Ich möchte gern einen runter beißen. Aber der hält so gut. Wilma, den musst du umlassen. Verstehst du das nicht? Das nervt aber.